Hey, na Leute, lasst uns jetzt gemeinsam das Zentrum des Waldes abschließen. Noch 4 Raumschiffteile. Den ersten Tag, den wir hier verbracht haben, da haben wir 2 Raumschiffteile geborgen. Am zweiten Tag 3 und jetzt müssen es sogar 4 sein. Ambitioniert, würde ich sagen. Aber ich bin guter Dinge, dass wir das schaffen können. Wir haben ja schon viel vorbereitet. Ganz elementar ist halt, alle nervigen Gegner am ersten Tag zu bezwingen. Aber uns steht auch der Boss bevor. Der große Bosskampf dieser Welt. Und was nehmen wir denn Schönes mit? Erstmal alle 53 Roten. Das sind auch nicht so viele, ne? Obacht, obacht. Und der Rest Gelbe. Mit denen muss erstmal gekämpft werden. Die Blauen muss ich mir eh geschickt einteilen. Das Raumschiffteil, das nur sie abtransportieren können. Wofür man aber auch 40 Stück braucht. Gönnt euch erstmal Nektar, denn ihr müsst heute kämpfen, ne? Die Blauen und Gelben, die können heute das Kampfgeschehen nicht abwälzen auf die Roten, sondern müssen selbst aktiv werden. Kommt bitte. Das wird Herausforderung genug. Ihr wisst, in diesem Level so viele Wege, Brücken, Tore. Ich habe versucht, nur die sinnvollsten zu öffnen. Auch der Weg zum Boss ist bereits offen. Hier ist noch einer. Den konnte ich nur 98 mitnehmen. Da hinten ist noch einer. Und das ist ein legendärer Boss, der deswegen auch schon in Pikmin 2 und 3 erneut auftrat. Der zweitfürchterlichste im Spiel nach dem Final Boss. Das perlige Langbein. Nur die Innenseite kann verletzt werden. Die Beine zertrampeln die Pikmin. Dummerweise, wenn die Pikmin abgeschüttelt werden, haben sie die Eigenschaft, immer unter die Füße zu laufen. Wie gesehen, fantastisch. Jetzt kann man natürlich hingehen, man kann in diesem Spiel ein No-Pikmin-Death-Run machen. Das ist ein großer Spaß. Dafür muss man aber auch vorsichtig sein. Und jetzt, wo ich den ganzen Rest der Welt schaffen möchte, ist das nicht zu vereinbaren, sowohl vorsichtig zu sein, als auch sehr schnell. Deswegen kalkuliere ich hier schon ein paar Opfer ein. Einmal muss ich noch zurückrufen, sonst wird es zu wild. Er beugt sich auch manchmal runter, dass man auch rote Pikmin dran werfen könnte. Okay, ich bin nur 5 gestorben. Wirkte nach mehr, ne? Es sah nach mehr aus. So, bitteschön. Das letzte Mal liegen. Und was haben wir denn hier? Der Wächtersatellit. Die unendlichen Weiten des Weltalls bergen so manche Gefahren. Dieser automatisierte Satellit schützt mich und mein Schiff. Nun kann ich nachts beruhigt schlafen, da ich weiß, dass mein kleiner Wächter wieder seinen Dienst versieht. Okay, das transportieren nochmal nur Rote ab. 20 an der Zahl. Muss ich mal eine neue Sensorleiste kaufen oder zumindest ein bisschen kalibrieren. Das ist nicht mehr witzig. Ist denn schon wieder Advent? So. Was mache ich jetzt in der Zeit? Eine ausgezeichnete Frage. Ich dachte, ihr kriegt schon mal. Ich muss eh warten. Die Pikmin, die hinfallen oder so, die werden vielleicht abgehängt. Ihr werdet erstmal die Brücke weiterbauen. Beziehungsweise anfangen zu bauen in diese Richtung. Die Ecke birgt nämlich 2 Raumschiffteile. Einmal geradeaus. Und einmal das hier. Und während ihr das tut, hole ich die anderen ab. Ich hole auch schon mal wieder Blau an Bord. Während schon ein Viertel der Zeit um ist. Da kommt ihr halt wenigstens mal her. Ein grandioser Umweg, ne? Das macht ihr großartig. Machen sie richtig klasse.
Na gut, ich kann nicht an jeder Stelle gleichzeitig sein. Ob die Entwickler deswegen auf den Trichter kamen, im zweiten Teil zwei Charaktere einzusetzen? Und wird es in Pikmin 4 dann auch vier Charaktere geben irgendwann? Irgendwann ist doch mal Schluss, oder? Was denkt ihr? Gut. Ja, macht mal hinne. Geht lieber den Weg. Nimmt sich nicht so viel, ne? Haben wir schon den Brückensound gehört? Brauchen über 20 blaue. Jetzt die Brücke fertig. Hätte man also ein bisschen anders verteilen können. Weniger Brückenarbeiter, mehr Transporteure. Aber wenn es am Ende passt, dann... Das ist auch alles in Ordnung. Wenn es am Ende nicht passt, dann bin ich mad, ganz klar. Dann hat es daran gelegen, Wächtersatellit. Er hat mich schon sehr oft vor Weltraumpiraten gewarnt. Ich habe 12 Teile gefunden, die die Leistung meines Dolphins erhöhen. Nun kann ich auch in weiter entfernten Gebieten suchen. Level 4 unlocked, Leute. So, ich werde mal die ganzen roten Pikmin wegtun. Ich habe ja so viele da hinten, oder? Ich brauche vor allen Dingen blaue. Blaue, 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 blaue. Wir müssen einen Teil aus dem Wasser transportieren. Gut. Schnellsten Wege. Gelben hätte ich auch da lassen sollen, wie dem auch sei. Leute, schon ein bisschen, ich will nicht, dass ihr fackelt, ne? Aber ihr müsst. Ihr solltet nicht so lange fackeln. Dieses Gebiet. Hier ist eine kleine Sache, die geöffnet werden muss. Dann gilt es, gelbe Pikmin hochzuwerfen. Denn nur die kann man überhaupt so hochwerfen. Mit dem Ding kommen wir selbst da hoch. Und werfen die gelben Pikmin jetzt also zum Raumschiffteil. 15 Stück brauchen wir da. Pass auf, dass ihr nicht fallt. Wenn ich aufrappeln könnte, wäre das prima. Haben sie ihre Blüten verloren dabei? Und das ist die Waage. Meine Tochter hat mir dies geschenkt. Es ist ihr Sternzeichen. Meine süße Kleine, was sie jetzt wohl gerade macht. Und diese Stelle kennen natürlich auch viele von uralten Let's Plays. Und zwar blende ich es euch jetzt mal ein. Als ich 2010 Pikmin 1 schon mal Let's Playte, da ist genau das passiert. Vorsicht vor Augenkrebs wegen der Videoqualität. Besonders wertvoll sieht das da oben auch nicht aus, aber es ist ein Raumschiffteil. Da ertrinken gerade Pikmin. Aber die Blauen retten sie. Ist das nicht freundlich? So, wie viele braucht ihr? 15. Die habt ihr jetzt. Habt ihr gesehen, wo das Raumschiffteil hingekommen ist? Das gibt's nicht, oder? Da kann man nicht runter gelangen. Warum haben die das denn so fallen lassen? Habt ihr sowas schon mal erlebt? Jetzt mal ernsthaft. Es gibt sogar nicht, wie die das Raumschiffteil. Oh, ich könnte euch an die Gurgel gehen. I hate you all. Wir können da nicht hin. Das ist einfach kein regulärer Weg. Ey. Das Schlimmste ist ja, wenn wir jetzt den Tag abspeichern, ja, dann wird das Raumschiffteil immer noch da liegen. Und da ist das Raumschiffteil im Nirvana gelandet und ich musste den ganzen Tag resetten, alles neu machen. Klar, ging ja nicht anders, denn das Raumschiffteil war ja unerreichbar geworden.
Ich hätte jetzt gern, dass nur die Roten das abtransportieren. Und zwar auf das Pikmin, genau. Ich brauche die restlichen Roten noch. Hier bitte an der Mauer allesamt. Eine Gelbe, der hingefallen ist, hält er sich auch dran. Ja. Denn hier ist das Raumschiffteil im Wasser. Das heißt, die müssen das rausholen. Mein analoger Computer! Hurra! Der Computer übermittelt vage Daten, die außerhalb des Binärcodes von 0 und 1 liegen. Wenn ich ganz ehrlich bin, sind die Daten so vage, dass sie nicht sehr hilfreich sind. Was heißt denn außerhalb von 0 und 1? Ich meine, das Bit-System kenne ich ja, wie ein Computer rechnet mit 0 und 1, aber unnötig kompliziert, wie ich finde, aber so ist ein Computer nun mal. Aber was heißt denn außerhalb von 0 und 1? So, jetzt müssen die Roten es transportieren, aber wir haben nicht genug Rote alleine, ne? Das könnte sich zu einem Problem entwickeln. Nehmen wir noch ein paar Gelbe mit, oder? Außerdem der richtige Zeitpunkt wird entscheidend sein. Das ist schon rassistisch. Gibt es Pikmin-Rassismus, wenn man sagt, es sind doch nur Gelbe? Blauen sind zu wertvoll. Haben wir uns bis hierhin gerettet? Das ist auch schon mal ein Ding. Machen wir es gerade nochmal. Ja, schade, ne? Ich würde es euch ja gönnen. Der richtige Rhythmus ist hier verlangt. Das ist er nicht. Bleib doch da weg. Ich weiß nicht, was du da überhaupt machst. Ich weiß nicht, was die da überhaupt machen. Leute, die Zeit ist doch ein bisschen knapp. Bleib doch nicht da stehen. Ich hasse euch. Jetzt aber ab dafür. Die Blauen müssen noch kämpfen. Ihr seid immerhin fertig. Hätte ich mehr Rote mitgenommen, das wäre jetzt schon mal sehr wichtig gewesen. Tja, tja, tja. Die Waage! Meine Tochter hat mir das geschenkt. Mein langes Fortbleiben wird sie beunruhigen. Ich habe 13 Teile gefunden. Wenn ich nur noch 16 finden würde, könnte ich die Leistung erhöhen. Ja, das letzte Level, das ist aber... Daran denken wir noch nicht. Der Tag wird kommen. Blaue kann er mal ein bisschen Nektar rausholen. Der Kampf gegen die Frösche, der wird leider wild. Generell vielleicht noch hier und da ein bisschen was mitnehmen. Wir müssen eh warten, bis das Raumschiffteil kommt. Oh ja, fantastisch. Raus, die sind eh alle platt, Pikmin. Da bist du platt. Die Zeit rennt, aber ich bin guter Dinge, dass wir das schaffen können. Wir kriegen das unter einen Hut. Gut. So sieht's aus. Analoger Computer. Er versteckt die Gefühle des Dolphin-Computers. Er beschleunigt den Computer, aber er bringt ihn auch schneller in Rage. Er erinnert mich an meinen Chef. Tschu-tschu! Den werden wir in Pikmin 2 auch spielen können. Ich habe 14 Teile gefunden. Großartig, fast die Hälfte. Ich würde sagen, wir machen die Hälfte heute auch voll. Ja, komm. Mal rein mit denen. Das hat sich ein bisschen gebissen. Jetzt war nicht ganz schlimm.
generell, die können ja beim Abtransportieren helfen, warte. Wenn das erstmal aus dem Wasser raus ist, können die Roten beim Abtransportieren helfen. Ja, im Wasser muss noch ein bisschen gefightet werden, das macht mir Sorge. Das ist wirklich das Einzige, was mir noch die Tour vermasseln kann, aber gut! Keine Angst, keine Scheu. Ich hoffe, das hilft auch ein Stück weit. Und jetzt ran da. Da hinten ist das Raumschiffteil, hinter der Portal. Und die zwei Frösche sind im Weg. Ich hoffe, ich muss nur einen besiegen. So, die sind natürlich perfekt im Pikmin-Stampf unternehmen. Das ist halt blöd, wenn man jedes Pikmin braucht quasi. Oder gar keins opfern möchte. Aber die Zeit wegläuft. Wenn man am liebsten alles drauf hämmern würde. Ein milder Spagat. So, ich hab noch genau... Nee, okay, 45 habe ich. Und der andere darf davon leider nichts mitkriegen. Falls doch... wird Olimar vermutlich ablenken. Toll, mein Dioxinfilter! Er ist oberhalb des Raketenantriebs angebracht und filtert die Abgase des Schiffes, sodass keine Giftstoffe in die Atmosphäre gelangen. Das bedeutet auch, dass ich in der Lage bin, mir diesen Planeten anzuschauen, ohne seine Atmosphäre zu vergiften. Ein gutes Gefühl. War der Planet nicht von Natur aus giftig? Da war doch was, oder? Ich denke schon. So, jetzt alle ran. Aber hier. Kameradschaftlich, bitte. Genau, weg mit dir, weggefetzt. Gut, Leute, ich würde sagen, ja, es hätte einiges besser laufen können, aber nicht so viel besser, dass ich einen kompletten Tag noch rausgeholt hätte. Deswegen bin ich ganz froh drum, wie es gelaufen... Oh, das wird so verdammt knapp. Oh mein Gott, wird das knapp. Ganz im Gegenteil, wenn ich es nicht geschafft hätte, hätte ich noch einen kompletten Tag abhängen müssen. Das wäre das eher realistische Szenario gewesen. Deswegen bin ich ganz froh drum. Ich kann versuchen zu schieben. Das macht manchmal auch einen Pixel aus. Das wird auf die Null genau passen. Wisst ihr eigentlich, was die für Kurven nehmen? Hoch, 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 hoch. 10. Leute. 9. Das geht schneller rum, als ihr gucken könnt. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Und 0. Boah! Da passt keine Millisekunde mehr dazwischen. Was? Das werden alle Pikmin-Freaks bestätigen können. Nach der Null ist nicht mehr eine komplette Sekunde, bis der Bildschirm ausgeblendet wird. Dioxinfilter. Auch im Weltall gibt es strenge Auflagen zum Umweltschutz. Da sind die so blöd an der Brücke hängen geblieben, ne? Ich habe 15 Teile gefunden, die Hälfte. Jetzt achtet mal drauf, wie viel Zeit wir jetzt noch haben. Achtung. Das war die Zeit, die noch übrig war. Boah, mach mich nicht fertig, mein altes Pikmin-Vaterherz. Daumen hoch, Leute! Ich finde, das war geil. Für sowas macht man doch die Let's Plays, ne? Wenn so ein Raumschiffteil einfach mal im Nirvana abstürzt oder die Millisekunde ausgekostet werden bis aufs Letzte. Ja, du gehst leer aus, mein Freund. Und dein Kumpel ist auch tot. Wir haben nur Unheil über dich gebracht. 6 Tage seit Absturz. Ich habe es geschafft, die Reichweite des Dolphins weiter zu erhöhen. Wenn ich aus dem Dolphin schaue, der sich immer weiter in den Himmel erhebt, so kann ich klare Seen in den Tiefen des Waldes erkennen. Ich will es die ferne Quelle nennen. Morgen werde ich damit anfangen, dieses Stück Land zu erforschen. Aber für heute brauche ich Schlaf. Kein Wunder.
Kein Wunder. Leute, da ging's. Ach, guckt euch's an. Die Froschkämpfe waren bitter. Bitter waren die. Aber gut. Ich glaube, im nächsten Part werden wir erstmal ins erste Gebiet zurückkehren, bevor wir dann das zweite Gebiet machen und so. Aber guckt euch das an. Alle Sterne sind da, alle Sterne sind da. Nur damit es hier noch mehr gibt. Aber zu einem gegebenen Zeitpunkt mehr dazu. Okay, Leute, haut rein. Danke fürs dabei gewesen sein. Das war so knapp. Oh mein Gott. Bis dann und ciao.